Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Ja, da bin ich wieder mal in Medenbach und tanke etwas Auferstehungskraft in der Kirche, in der mein lieber Freund Johannes Schreiter dieses wunderbare Dachfenster geschaffen hat. Ich werde mich jetzt gleich mal hinsetzen und irgendwie noch versuchen, ein paar mehr Impressionen davon einzufangen. Der Wochenspruch bzw. Monatsspruch für den Monat Juni heißt ja: Durch deine Gnade bin ich, was ich bin. Interessanter Spruch, gefällt mir ganz gut. In manchen Situationen meines Lebens empfinde ich den ja eher als frech. Also wenn man krank ist oder ist einem irgendwas Schlechtes widerfahren oder man steht irgendwie dumm da. Und dann kriegt man gesagt, durch deine Gnade bin ich, was ich bin, sagt man ja, vielen Dank, lieber Gott. Ja. In anderen Situationen ist es dann aber auch wieder total tröstlich, wenn man hört, es ist deine Gnade, die etwas aus mir macht. Deine Liebe, dein unbedingtes zu mir stehen. Und wiederum in anderen Situationen, wenn man so am Höhenfliegen ist, dann erdet es einen und man sagt, okay, letztendlich, Herr, ist es nicht meine Kraft, sondern es ist deine Auferstehungskraft, die die Dinge in mir freigesetzt hat. Ich wünsche euch jedenfalls viele coole Erfahrungen in diesem neuen Monat Juni mit diesem Spruch: Durch deine Gnade bin ich, was ich bin. Müsst ihr einfach mal nachlesen in der Bibel. Hier liegen gleich mehrere aufgeschlagen und ein Gesangbuch. Sehr cool. Durch deine Gnade bin ich, was ich bin. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Ja, so sieht. Ich bin geht